Hallo Leute, ich heiße Christine und wir sprechen heute über Perfekt. Ich glaube, wir wissen schon, wann man Perfekt benutzt. Das ist eine Vergangenheitsform in der deutschen Sprache. Aber wissen wir schon, wann benutzt man das Hilfsverb haben und wann benutzt man das Hilfsverb sein? Ich glaube, nach diesem Video versteht ihr das alles. Also, wir benutzen das Hilfsverb haben oder sein und natürlich Partizip Perfekt vom Hauptverb. Aber Hilfsverb sein benutzt man zuerst, wenn wir uns bewegen, also wenn es eine Aktion gibt. Oder wir können es auch so sagen, wenn wir zum Beispiel vom Punkt A bis zum Punkt B kommen wollen. Wie zum Beispiel, wir sind heute nach Budapest gefahren. Oder Möglichkeit 2 ist, wenn wir unseren Zustand verändern. Das heißt zum Beispiel, ich bin eingeschlafen oder ich bin gestern um 10 Uhr eingeschlafen. Das heißt ins Bett gegangen. Oder ich bin heute um 6 Uhr morgens aufgestanden, also ich war im Bett und dann bin ich aufgestanden. Das ist Zustand verändern. Oder wir haben noch eine dritte Möglichkeit und das sind auch drei Verben, die ihre Perfektformen mit Hilfsverb sein bilden. Und das sind natürlich Verb sein, dann auch Verb bleiben und Verb werden. Das bitte nicht vergessen. Wir können dann auch sagen, dass alle anderen Verben oder fast alle anderen Verben ihre Perfektformen mit haben bilden. Wie zum Beispiel, wir haben heute unsere Hausaufgaben gemacht. Oder ich habe meine Lehrerin nach einem Wort gefragt. Oder meine Mutter hat gestern die Wohnung geputzt. Zum Beispiel. Und weil ich heute wirklich in Budapest bin, habe ich einige vielleicht interessante Beispiele für euch gemacht. Ich hoffe, diese Beispiele werden euch gefallen und wenn es euch auch dieses Video gefallen hat, bitte klickt den Subscribe-Button, Like-Button und abonniert unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!